Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge wurden wir hier von diesen, ich habe den seinen Namen vergessen, entführt. Irgend so ein Typ, der irgendwie was mit Krieg zu tun hat, hier ein bisschen Geld zurückhaben will, nehme ich an. Ne? Und ja, wir müssen uns hier gegen ein paar Gegner stellen, schneiden dementsprechend auch schlecht ab, aber ja, was will man machen? Du komm mal her. Immer diese Typen auf dich werfen. Ach komm schon, die explodieren nicht. Na, gehen wir da mal ein bisschen vorsichtiger an, sagt er. Wart. Wieso habe ich den jetzt seine Lebensweise? Hast du mich schon mal spielen gesehen? Ich gewinne so gut wie nie, habe ich so. Ja, du kleiner, komm mal her. War ehrlich. Da, so, komm mal her. Ja, super. Guck mal, ich krieg schon hier so auf. Also wie soll ich denn das durch den Rest schaffen, ey? Nee, das wird schon wieder nichts. Also ich spiele jetzt wie ein Weltmeister. Was hat er gerade gemacht? Ja. Nee, das wird nichts. Guck ich mal an, wie ich jetzt schon hier verfresse krieg, ey. Jetzt geht's richtig los. Oh, ich krieg wahrscheinlich nicht mal meine Erfahrungspunkte und so zurück. Mir geht's eigentlich schon gut, also danke. Ich habe schon Probleme genug. Kommst du eigentlich darauf, dass ich hier... Na, oh, ich bin tot. Nein, kann ich nicht. Wie kommst du eigentlich darauf? Also warte, ich kann einfach deren Gift irgendwie nutzen. Wechsel auf den ein. Danke. Oh. Oh, meine Erfahrungspunkte sind auch weg. So, davon werden wir jetzt eine Menge hier sehen, habe ich so ein Gefühl, wie ich hier versuche, wie ich die ganze Zeit auf die Fresse kriege. Boah. Vor allem, mir fällt gerade auf, wenn ich hier nicht weiterkomme, ne, dann stecke ich hier fest. Also wenn ich jetzt nicht schaffe, hier durchzukommen, ne, dann stecke ich auf ewig hier fest, weil ich kann auch theoretisch nicht leveln irgendwie. Oder, weiß ich nicht, bessere Stimpacks und so holen und was weiß ich noch alles. Also... Ich stecke jetzt ja fest, bis ich hier rauskomme, habe ich so Gefühl. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht so dolle. Okay. Gut. Ja, wäre lustig. Das wird den ganzen Part finden, habe ich so Gefühl. Oh, posen. So, du, komm mal her. Was zum Teufel ist das denn schon wieder? Was? Das gibt's jetzt nicht, ey. Die sind irgendwie schon explodiert, bevor sie rausgekommen sind. Was war das? Ja, und ja, ich muss irgendwie, weiß nicht. Ich muss die Gegner für mich ein bisschen arbeiten lassen. Oh. Na, das gibt's nicht, ey. So, du, komm mal her. Oh. Du. Hör auf, mich abzuschießen. Na, schießt euch mal gegenseitig ab, wenn's geht. Das hab sogar ich gespürt.
Aber ja. So, was jetzt? Immer aufeinander gegen losgehen wäre, das wäre richtig toll, also. Oh mein Gott. Nee, das wird nie im Leben was. Jetzt kommt der mit seinen Spinnenbeben oder was auch immer. Wenn ich das Viech gegen natürlich verreckt bin irgendwie vorhin, also vorhin im letzten Part. Das würde ich gerne noch mal sehen. Da. Da, komm her, nein. Hilf mir bitte. Oh, bitte. Na. Oh mein Gott. Das war einer meiner Favoriten. Oh, nein. Was hat er gerade gemacht? Was? Habt ihr gesehen, wie der sich teleportiert hat? Nein! Nein, ich wollte eigentlich nicht so viel angreifen. Dieser Junge ist was Besonderes. Oh. Das Beste kommt erst. Na super. Ich habe gar keine AP. Lass mich da rein. Ja, super. Dann den muss ich auch noch erledigen. Ey. Du willst mich hier verarschen. Ja, der macht mich fertig. Jetzt nicht mal, weiß ich nicht. Wie macht er das? Holt ihn euch. Ich kriege dich. Ah, super. Uns kann niemand bestehen. Wie soll ich denn das bitte schon schaffen, ey? Ey, ich krieg schon von den Viechern auf der Fresse. Kann ich noch gleichzeitig gegen den kämpfen? Das ist doch unmöglich. Hey. Okay. Jetzt hätte ich am liebsten diese bessere Heilung hier durch BD1, aber das kann ich ja auch vergessen, weil ich verliere meine Erfahrungspunkte wahrscheinlich immer wieder. Ich hier dauernd feig. Gut. Machen wir dem so langsam und vorsichtig wie es geht. Versuchen wir es jedenfalls. Also, was? Da fange ich direkt bei dem wieder an. Bitte sag mir ja. Jawohl. Nimm das Dingen. Ah, bei dem klappt aber wenigstens anstatt. Ah. Also gibt es eigentlich eine Dreier-Kombo, wenn ich jedes Mal von alles getroffen werde, wenn ich die mache. Genau wie in den Klonkriegen. Er lässt euch aussehen wie Idioten. Okay, Monsanto abgedatet. Mando der Haxenbrut. Oh. Es gibt keine Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Oh, ich gehe mal da rein. Tschüss. Okay,
Zum Glück muss ich nicht von Anfang an anfangen, weil sonst ja hätte ich halt nie im Leben geschafft, habe ich so ein Gefühl. Dankeschön, Leute. Okay, random Videosequenz. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück. Was war das denn jetzt für eine Filler-Folge? Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Aber irgendwie voll hat Filler-Gebiet, oder was? Ne? Habe ich so ein Gefühl. Ich konnte auch gar nichts finden oder so, ne? Triller. War ich gerade in einen Filler? Naja. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Oh Gott. Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Ich gehe nicht nach Kashyyyk. Wir gehen erst zu einem anderen Planeten. Aber wir wollten doch nicht. Aber die Schnauze voll. Muss ich mal kurz entspannen, ja. Murray? Kerl, wir haben Tafel und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Ach, euch geht's schon gut. Abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Ja, ich werde vorsichtig sein, weil ich nicht reingehen werde. Tschüss. So. Gott, guck mir nicht so an, Mann. Später. Das ist unsere Spur. Warum hat die Augen so weit offen? Ey? Sieht aus, als würde die mich mit ihren Augen fressen wollen. Die Dame mit dem eiskalten Blick. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Es geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Ich bin gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glücksträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Das ging ja schnell. Alles klar. Ich sehe immer noch nicht wirklich den Sinn von den Dingern, aber okay. So. Kashyyyk, ne? Also gehen wir woanders hin. So. Will jemand reden? Nein, okay. Nur nicht. Warum muss ich denn nach Datum hier? Hauptziel, Spieler. Da muss ich hin, ne? Das ist Kashyyyk. Dann gehen wir Bogano. Wann muss ich denn storymäßig nach Datum? Ja, ey, wieso geben die mir einen Planeten, wenn dann irgendwie erst der vierte Planet oder so ist, ey? Boah. Da sind 6 Geheimnisse. Geheimnisse, nehme ich mal, sind alles irgendwie so Dingens hier. Weiß nicht. HP ab und so. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Sie ihre Gewohnheiten im Griff haben? Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung.
Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Danke. Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Hm. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ja, okay, ist gut. Ach, okay. Was kann man eigentlich so auf die Fresse bekommen auf Datum hier? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich komme ich danach immer noch nicht dahin, ne? Ja, wir erkunden erstmal hier alles in Ruhe. Kriegen hoffentlich, weiß ich nicht, vielleicht finden wir ja noch so ein Stimpack oder so, oder ein paar Level-Ups würde ich auch gerne haben, damit wir, weiß ich nicht, bessere Stimpacks haben. Das wäre nicht schlecht. Und ja, wo sind die beiden? Oder müssen wir ja mal alles erkunden, ne? Was sagt mir nicht, ihr seid draußen. So, ich will sowieso mal mein Lichtschwert ein bisschen modifizieren. Hat drauf geklatscht wieder. So, wir laufen mal wieder mit Gold rum. Orange oder ich nehme mal da schon Gold, ne? Eno Cordava. Also nicht. Boom. Da haben wir ein komplett goldenes Lichtschwert. Boah. Schön. Ja, ich bin ja voll geil und so, ne? Ich nehme jetzt mal an, ich bin voll geil und so. Aber hier werden wir ja wohl nicht hoffentlich so oft frecken, ne? Planet war jetzt nicht so schwer, finde ich. Im Vergleich zu den anderen. Hey, Kleiner. Wie viele der Kreaturen da draußen fressen eigentlich kleine Lateros wie mich? Weiß nicht, Grease. Ja, ja. Geht's dir gut? Ich muss hin und wieder deinen Geisteszustand überprüfen, denn falls du durchdrehst, dann drehe ich auch durch, aber viel schmerzhafter. Entspann dich. Schön locker bleiben. Immer schön geschmeidig bleiben. Okay, okay. Wollt nur sicher gehen. Man hört ja gruselige Sachen über Jedi. Wirklich? Ich verstehe dieses Machtding zwar nicht, aber wenn du wie ich von Kantina zu Kantina ziehst, dann hörst du Geschichten. Einige sind wohl weit hergeholt, aber ich habe Sachen gesehen. Ich hoffe wirklich, dass alles... Ich habe Sachen getan. Danke. Du und Stier wart also schon ein paar Mal hier. Wir waren überall. Auf einer Nonstop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Hey, Grease. Weißt du sie hier noch immer zurück? Ich konzentriere mich auf die Mission. Hey, verstehe ich. Aber sie gibt wirklich ihr Bestes. Warum hat sie mir nichts von Thriller erzählt? Ich dachte, wir wären ein Team. Hier geht's nicht ums Team. Manche Aspekte unserer Vergangenheit wollen wir einfach nicht teilen. Kann sein. Ja, ganz bestimmt. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich mal vor einem Hutten in einem Nachfell versteckt. Was, echt? Kerl, ein bisschen Geduld. Ich bin noch nicht bereit, davon zu berichten. Was? Halte den Druiden auf Abstand. Ich will nicht, dass er bei mir ausläuft oder so. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Schaff das schon irgendwie. Ich schaff das. Alles ist besser als Bracca. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. BD1 glaubt dran.
Er ist ein kluger Droide. Alle Droiden sind klug. Wer was zu finden, das vom Imperium versteckt wurde. Ja, ist es. Aber wir haben dich gefunden. Ja, kurz vor dem Ende. Ich habe versagt, mich verraten. Die Inquisition hat mich entdeckt. Grease und ich haben auch immer den Schuldigen gesucht. Nach jeder vielversprechenden Spur, die uns in eine Sackgasse nach der anderen geführt hat. Und wenn wir gerade noch so davongekommen sind. Fehler passieren. Man kann nur daraus lernen und weitermachen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Mal sehen, wie weit wir kommen. Okay. So, erst einmal, was ich versuchen will. Die Dinger da. Verdammt. Na, den kann man doch bestimmt auch irgendwas machen. Boggling Gang. Von den verschiedenen Nester und sie natürlich da können täglich 5 Meter weit graben. Ja, okay, ich dachte, da steht jetzt irgendwie, wie ich die fangen kann oder irgendwie sowas. So. Hey, Moment mal. Deswegen hast du dich gerade entschuldigt. Hast du was gegen Schrottsammler? Verdammt. Das ist mir irgendwie voll später so aufgefallen. So, ich weiß, dass hier irgendwas war. So, halt, was hatte ich eigentlich, als ich hier auf dem Planeten war? Hatte ich da schon Verlangsamung und so? Ich glaube, ich hatte noch voll wenig. Ich hatte definitiv noch keinen Schub gehabt. So. Haha, boom, jetzt kann ich da rein. Okay, hüpf an Bord. Okay, was? Vogelengefährte erhalten, was? Wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man? Boah, sehe ich auf einmal so meinen Blick auf einen neuen Freund zu. Okay. Ich entführe mal einfach so ein Tier von irgendwo. Alles klar. So, oh, da ist eine gelbe Truhe. Gott. Ich mache da wahrscheinlich schon wieder nicht wieder so vorgesehen ist, aber da kann man da hoch, ey. Aha. Was? Wahrscheinlich schon wieder. Nein. Hat die Fresse. So. Oh Gott. Schon wieder irgendwas nicht, ne? Pass auf. Nein! Oh, wo ist mit Ding, ey? Na, oh, was? Nein, Mann. Ich weiß, er ist wahrscheinlich wieder nicht das, was ich machen muss, aber komm ich denn da überhaupt rein? Ach komm schon, ich komme von hier aus nicht rein. Ja, ich muss halt irgendwie darüber rutschen lassen, ne? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich kann das Ding irgendwie hochheben.
was ich mir irgendwie nicht so vorstellen kann. Ah, wir sollen das machen. Okay. Oh, warte mal. Da kann ich ja jetzt bewegen oder nicht? Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Oh. Gib mir, was auch immer da ist. Das sieht voll. So über eine Kiste freuen. Ah. Danke, BD. Zusätzliches Stimpack. Gut. Stimwelt halten, der wird auf jeden Fall nützlich sein. Oh mein Gott. Ich nehme mal an, so musste man das machen, ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine ganz einfache Methode noch. Aber wir haben es ja geschafft. Okay. So, ich gehe jetzt hier jedes Ding mal ab. Geheimnis 1. So, da fehlen noch ein paar. Ich gehe jetzt so jeden Kartenabschnitt perfekt ab. So, wo sind wir jetzt hier? Wo sehe ich denn hier direkt was Neues? Ich gehe mal da ein. Stimmt, wir können ja jetzt nach oben. So, ach ja, hier unten ist noch der Typ, ne? Kriegen wir den jetzt down? Ja, sieht machbar aus. Vielleicht. Ja, red nur so casual weiter. So. Okay. Man macht immer nur so dicke Schaden. Gott. Hey, BD. Sag mal bloß, dass ich hier nicht cheaten werde, um das zu machen, ey. Ich verdiene das. Oh Gott. So. Oh Gott. Octobokto besiegt. Ah, aber nichts bekommen, oder? Doch. Ist noch so eine Truhe. So, mir das war es nicht wert. Aua. Neues Poncho, Sumi. Ja, warum nicht? So, den haben wir erledigt. Gut, kann ich den scannen? Nö, den Big Boss kann ich nicht scannen, komischerweise. Alles klar. Da ist noch irgendwas. Eine Truhe ist ja noch. Nö. Einfach durch die Dinger durchgerutscht. So. So, wo war das jetzt? Da oben. Kriegen wir auch noch hier in dem Part. Da. Alles klar. Da, glaube ich.
So, was ist hier? Was gefunden? Wie, das habe ich nicht erkundet. Gute Arbeit. Ich hätte noch gern wenigstens ein Level ab. Es geht. Jetzt bin ich wieder in einem anderen Gebiet. Das ist da rot auf der Karte, also nicht mal, da kann ich nicht machen. Warum ist denn das hier so am Lecken? Na, wo genau ist denn jetzt das Ding, ja, was ich da gefunden habe? Da ist noch eine Truhe, habe ich gesehen. Kann ich hier schon mal hin irgendwann? Okay, jetzt sind wir hier. Das sieht schon wieder so aus, könnte ich da nicht lang gehen. Warum ist das hier so am Lecken auf einmal? Warte, weiß ich nicht, dieses fette Viech irgendwo in der Nähe. Was spürst du? Sollt mir reden, Kerl. Ich weiß doch nicht, was du meinst. Hi. Ah. So. Also mit so einem Level ab, ne? Das wäre nicht schlecht. Na, wo bin ich hier? Keine Ahnung. Irgendwas Gelbes auf Karte, was bedeutet das denn? Sind da nicht Wege, wo man sich irgendwie so durchschlängeln kann oder so? Hi. Boah, das gibt's jetzt nicht. War der auch noch schneller als ich. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. So, gehört das eigentlich auch irgendwie zu Geheimnissen und so? Nee, ne? So, wo ist das? Über mir. Ist damit das hier gemeint? Ja, ne. Hi. Okay. Hi. Kann ich zu Ihnen rüber? Gott. Bestimmt irgendwie der finale Boss oder so, ja. Okay, das sieht heftig aus. Verpisst euch. Verpisst euch, habe ich gesagt. So. Ein paar darunter geschmissen. Boah, hier sind echt am Lecken, ey. So, aufmachen. Hey, BD, siehst du mal an. So, das Ding habe ich irgendwo schon mal gesehen von hier. Was aus irgendwo. Pfadfinder, schon wieder eine neue Klamotte. Hier kann man echt nur Ponchos finden, oder? Ich glaube, hier findet man echt nur Ponchos. Sehen wir nach. Binok Wandbild. Okay. Hilfst du mir mal, BD? Da muss ich aber sagen, wenn wir hier irgendwo einen Speicherpunkt finden, dann können wir mal hier aufhören irgendwann. Ja, an das Gebiet erinnere ich mich noch. Ich weiß, hier konnte man irgendwo so eine Brücke machen.
Okay. Ja, alles klar, Kerl. Ich weiß, war ein anstrengender Tag, aber. BD, kannst du sie hacken? Wir müssen doch trotzdem nicht so was machen, ne? Komm schon. Ich wusste, dass du da reinspringst. So wie jedes andere Mal auch. Ja, cool. So, nein. So. Was haben wir ja noch? Die große Kluft. Oh Gott, da wollte ich nicht. Nein, ich habe da doch eine Liane gesehen. Gut, ich muss sowieso nicht dahin. Was war das? Da ist gerade irgendwas reingesprungen, glaube ich. Irgendwie geplatscht. Ja, verlassene Werkstatt. Da waren wir doch schon mal, ne? Hallo, na? Komm, dich vielleicht doch nur töten. Da kann ich nicht verlangsamen, hallo? Kannst du das Ding hacken? Ah, und da ist ein Macht Upgrade oder nee, wenn ich irgendein Upgrade macht es jetzt genau. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen mit BD1 als Anführer. Cool. Ja, und jetzt sind wir hier, genau. Ich weiß, wo wir jetzt hier sind, ja. So, so. Koordinatisch nicht, aber da kommt mir bekannt vor. So. Und noch mehr zum Finden, ja. Ich kriege noch ein Upgrade für irgendwas. Ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Ja, okay. Stimmt. Ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Und ich werde ihn nicht in mein Lichtschwert reinpacken. Stürzt ja gleich alles unter mir ein. Danke, BD. Alter. Boah. Wusste ich, hatte hat verfehlt. So. Cool. Finden ja jetzt nicht Sachen irgendwie, die uns sehr weiterhelfen. Ich meine, so ein Stimpack Erweiterung, das ist schon mal nice, aber sonst finden wir ja nur Ponchos und so. So. Ich will jetzt aber gerne mal so einen Speicherpunkt finden. Wenn das so im Bereich des Machbaren ist, ne? Ich meine, da oben beim Tempel ist einer, also beim Turm Tempel Dingen. Ich meine, da ist irgendein so ein großes Viech da in der Nähe, ne? Ja. Yep. Hi. Tschüss. So, ich gehe mal da oben hin und heile mich, ne? Dann gehen wir mal, weiß nicht, von hier aus mal gucken, was hier noch alles zu finden ist. Hier. Habt ihr etwas wie das Gewölbe schon mal gesehen? Es ähnelt anderen alten Jedi-Tempeln, die ich kenne. Seltsam, dass zwei Zivilisationen ohne Kontakt ähnliche Monumente für die Macht haben. Seltsam? Mag sein. Aber die Macht verbindet uns eben alle. Na, war da in dem Raum irgendwie noch was? Wenn man sich da rein zwängt. Ich glaube nicht mehr. So, ich will erstmal meine Stimpacks, ich wollte jetzt Jedi-Packs sagen. Das sind Jedi-Packs, okay, das klingt irgendwie cool. Oder Trinkpäckchen, so wie ein Dauntless. So, Kerl regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einst den Behälter von BD1 benutzt. Ja, und da wir jetzt 4 haben, lohnt sich das sogar. Gut, würde ich sagen, wir erkunden den Rest von diesem Planeten. Hoffentlich, also ich glaube, wir werden nächste Folge auch noch nicht fertig sein, aber mal schauen.
78% haben wir erkundet. Und jetzt hat nur ein Gebiet. Nee, 78%. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.